geworden ist. Wir sind so als Gäste mitgefahren in unseren Heimatort. Erstmal waren wir damals schon ganz begeistert hier in Trebnitz, dass die Studenten so interessiert waren, dass sie sich interessieren für die Medizin. Zum anderen wussten wir, wie schwer war für uns, aber sehr, sehr schön. Wir haben immer gedacht, unser Schicksal interessiert ja den Menschen in Deutschland und überhaupt. Und wir haben ja auch nicht gewusst, wenn ich so die ersten Jahre an unser Dorf gefahren bin, war ich doch manchmal sauer auf die Einwohner, dass sie unser schönes Dorf hatten. Aber wir wussten ja nicht, wo die herkamen und wieso und weshalb, warum. Wir haben gedacht, die waren von der polnischen Regierung dahin gesetzt. Wir haben ja dann erst erfahren, dass die genau solche Strapazen hinter sich hatten wie wir. Das hätte man uns alle vorher sagen, dann hätten wir uns gleich. Das heißt, wie ich das erste Mal in Pirene war, da waren so alte Leute bei uns noch im Haus. Und die alte Dame hat mich sofort umarmt und wir haben beide geweint. Und ich war gar nicht böse auf jemanden. Na, ich war damals 14 Jahre alt, als mich rausgeschmissen haben. Wir haben ja unsere neue Heimat gefunden. Also für mich ist Heimat jetzt da, wo ich lebe. Also ich würde nie wieder denken, dass ich da nochmal hin kann. Was soll ich denn da? Mein Haus steht da jetzt leer, hat mir der Bürgermeister gesagt. Ne? Mein Haus Nummer 14 steht leer. Und wenn ich wollte, könnte ich es vielleicht kaufen. Aber was soll ich denn da? Es ist gar kein Mensch, der sich da noch... Klar, die sind alle fremde, nette Menschen, klar, ich habe es ja jetzt kennengelernt. Aber ich weiß nicht, aus meiner Erinnerung sind die nicht mehr so. Also im Moment sind die fremd für mich. Ja, vielen Dank. Ja. Wenn ich noch fragen, wir können die Fragen auch individuell beantworten. Wir laden Sie auch zum Wein oder zum Saft, wenn Sie mögen. Und ich kann sonst noch. Ja, ich wollte vielleicht als Projektkoordinator auch noch mal zwei, drei Worte verlieren. Zu der übergeordneten Idee, die hinter dem Projekt ein bisschen auch steht. Wir haben diesen Antrag ja bei der Europäischen Union gestellt im Programm Aktive Europäische Erinnerung. In diesem Programm soll es eigentlich darum gehen, weil es soll in diesem Programm darum gehen, dass sich in den Projekten auch dazu Gedanken gemacht wird, inwiefern es möglich ist, in Europa sich jenseits von nationalen Grenzen und jenseits von individuellen Erlebnissen grenzüberschreitend zu erinnern. Also gibt es eine Art der Möglichkeit, sich eines europäischen Gedenkens. Und ohne jetzt in Details gehen zu wollen, sind wir eigentlich in dem Projekt zu der Erkenntnis gekommen, im Endeffekt, dass es auf diese Frage im Wesentlichen gar nicht ankommt, sondern es geht darum, dass jede Erinnerung ihr individuelles Recht besitzt, dass jeder seine eigenen Erfahrungen gesammelt hat, dass jeder sein eigenes Schicksal hat und jedes Schicksal gleich wertvoll ist. Und dadurch, dass man sich gegenseitig austauscht, einfach von selbst sozusagen Grenzen überwinden werden. Welche Grenzen das dann auch immer sind, sind egal. Wir haben jetzt auch Grenzen überwunden, die jenseits der Europäischen Union liegen, Richtung Ukraine, und wollen einfach sozusagen diesem Projekt dann klarstellen, dass haben in diesem Projekt einfach festgestellt, dass es wichtig ist, einfach Grenzen zu überschreiten, egal welche es sind, und darauf kommt es an. Und das steht hier auch nochmal dokumentiert, auch teilweise in Zeugenaussagen und in Zeugeninterviews in dem Bereich Perspektiven. Und das Schloss Trebnitz als nicht nur als Gastgeber, sondern als Projektinitiator und Partner wird natürlich auch diese Ausstellung dann in seinen Räumen irgendwann, wenn zwischendurch in den vielen Terminen Zeit ist, auch begrüßen können. Zum Wein, wir haben ein bisschen Vorrat schon vorbereitet, also sind das schon hier alle.